Hey, ihr Lieben, bei diesem schweren Gewitter ist es echt schwer, standzuhalten. Weil es wird nicht nur mich umhauen. Nein, sondern euch auch. Das verspreche ich. In diesem Video werdet ihr die 5 gruseligsten Aufnahmen im Himmel sehen, die euch definitiv den Wind aus den Segeln nehmen wird. Denn hier werden wir Zeuge von verschiedenen Naturphänomenen und Ereignissen, die nicht nur schön sind, sondern auch gruselig. Denn Wolken haben was Unglaubliches an sich. Achtet man genau darauf, können sie uns auch sehr unheimlich sein. Langsam werden die Wolken dunkler, ob ein Gewitter aufziehen würde. Und dabei erkennen wir was echt Gruseliges. Ein Gesicht eines Teufels, der gerade Unheil über die Welt stiftet. Oder plötzlich mitten auf der Straße blicken wir in den Himmel und sehen etwas Unfassbares. Ein Engel? In diesem Video werden wir verschiedene Ereignisse beobachten können. Ob in einem Sturm plötzlich uns ein Licht aufgeht und in diesem Moment wir den Erschaffer der Welt, Gott, beobachten können, der auf uns schaut. Oder was Dunkles, Böses bahnt sich uns an und versucht die Menschheit in Angst und Schrecken zu versetzen. Was kann das sein? Ich hoffe, ihr habt euren Regenschirm dabei, denn wir werden direkt in den Sturm gehen, der uns definitiv den letzten Atemzug rauben wird. Hier kommen die 5 gruseligsten Aufnahmen im Himmel, die euch vom Glauben abfallen lassen. Der Sturm ist nur der Anfang von dem, was euch noch erwarten wird. Viel Spaß! Nummer 1. In diesem Video, welches aus Brasilien aufgenommen wurde, sieht man einen extrem roten Himmel. Viele Dorfbewohner, die diesen Himmel gesehen haben, waren erschrocken und gingen vom Schlimmsten aus und dachten, es wäre das Ende der Welt. Der blaue Himmel verwandelt sich vor ihren Augen in einen blutroten Himmel. Und dabei konnte man noch beängstigende Geräusche hören, die aus dem Himmel kamen. Schwer zu sagen, was das sein kann. Kann in diesem Moment wirklich so schnell der Himmel sich rot färben, sodass es aussieht wie aus Bildern der Hölle? Oder hat hier die Sonne starke Arbeit geleistet und den Himmel so aussehen lassen? Oder spielt die Natur mit uns einen Streich? Und die Farben trüben nur unseren Verstand? Was meint ihr? Nummer 2. Im Jahre 2017 wurde eine geisterhafte Erscheinung am Himmel gesehen, die wie eine fiktive Figur aus Harry Potter aussieht, namens Dementor. Das Ereignis fand in der Nähe eines Einkaufszentrums in Sambia, in Kapstadt, Ostafrika statt. Als die Einheimischen dieses seltsame Wesen am Himmel sahen, rannten viele weg, weil sie dachten, sie würden angegriffen werden. Anfangs dachte man, es wäre nur eine Wolke. Aber als sie sich zu bewegen begann, wurde es unheimlich. Die Leute wurden beschuldigt, dass dieses Foto eine Fälschung war. Aber diese gleiche Figur wurde aus einem anderen Winkel fotografiert und von verschiedenen Nachrichtensendern aufgegriffen. Es wurde sogar ein Video gemacht, welches ich euch zeigen werde. Diese Figur schwebte 20 Minuten durch die Luft. Bis heute wurde es nicht bestätigt, was es sein könnte. Und dies macht es sehr unheimlich. Was kann es sein? Ist es etwas Außerirdisches? Oder etwas Paranormales? Handelt es sich hier wirklich um die fiktive Figur aus Harry Potter? Der Dementor, der vielleicht die Menschen angreift? Was meint ihr? Was kann das sein?
Nummer 3. Das folgende Video wurde in Jerusalem, in Israel, aufgenommen. Dort werden wir Zeuge eines unglaublichen Phänomens. Denn die Wolken bilden bei dieser Aufnahme einen perfekten, ringförmigen Kreis. Doch dies war noch nicht alles, denn aus diesem seltsamen Portal oder Kreis kommen gruselige Trompetengeräusche. Mehr was mir geht. Salami, der Die Menschen, die dieses Spektakel erlebt hatten, meinten, dies könnte ein Zeichen Gottes sein. Und die Trompeten stammen von Engeln. Andere behaupten, dies ist nun der Untergang der Welt. Und ein Portal zur Hölle, wo diese Geräusche Schreie von Menschen sind, die Qualen erleiden. Skeptiker haben sich mit diesem Video befasst und widerlegen die Aussage. Sie meinten, dass diese Trompetengeräusche nur extra eingefügt worden sind. Doch wenn dies der Fall ist, warum ist dann so ein seltsamer kreisförmiger Wolkenring am Himmel? Kann dies wirklich eine Art Zeichen Gottes sein oder ein Portal, welches zur Hölle führt? Oder werden wir hier in diesem Video nur in die Irre geführt? Nummer 4. Dieses Bild wurde am 11. September aufgenommen. 9/11. Was dort die Menschen gesehen haben, werden sie ihr Leben nie mehr vergessen. Denn diese Nacht hat sich weltweit in den Medien verbreitet. Es trägt den Namen »Ein Engel wacht über uns«. Denn als damals das Unglück passierte und ein Flugzeug in das World Trade Center stürzte, verloren viele Menschen ihr Leben, ihr Glauben und ihre Hoffnung. Einige Jahre später passierte etwas Unglaubliches, denn was wir hier sehen werden, ist eine einmalige und unglaubliche Show. Es erschien ein Bild am Himmel, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Das Bild der Strahlen, die bis zum Himmel reichen, zeigt eine Gestalt, die hoch im Licht schwebt. Viele waren neugierig, ob es sich um einen Lichttrick oder Photoshop handelt. Andere sagen, sie sehen Jesus oder einen Engel. Rick McCormick machte das Foto und sprach mit Inside Edition, ein Fernsehsender. Er sagt, das Foto sei nicht mit Photoshop bearbeitet und meinte, dass diese mysteriöse Gestalt als Gott oder Engel den Namen bekommt. Er hat das Gefühl, dass Engel über uns wachen werden. Andere sind der Meinung, dass es sich um eine einfache Wolkenformation handelt, wodurch die Lichteinstrahlung der Stadt reflektiert wurde und dadurch dieses Bild entstanden ist. Andere meinen, dass dies ohne Zweifel Jesus oder Gott war. Ich bin nicht übermäßig religiös, aber es ist nicht das Schlimmste auf der Welt zu denken, dass es vielleicht etwas Besseres gibt als das, in das wir unsere Welt verwandelt haben. Dieses Bild hat auf jeden Fall viele Menschen Hoffnung, Kraft und Liebe gegeben, an ihre Religion weiterhin festzuhalten. Ich kann euch nicht sagen, ob das ein echtes Bild von etwas Göttlichem ist. Handelt es sich hier um eine Lichtershow, welche vom Boden in die Wolken projiziert werden, oder nur eine Computeranimation, die ein Engel zeigt? Oder betrachten wir dieses Bild im falschen Winkel und sollten die Perspektive der Aufnahme anders sehen? Was meint ihr? Erschien ein Engel am Himmel, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat? Oder haben uns hier die Engel das falsche Licht gezeigt? Nummer 5. Dieses Video wurde in Amerika gefilmt, in Alabama, USA. Dort passierte ein unglaubliches Phänomen. Es bilden sich sehr düstere und dicke Wolken. Anfangs wirkt es wie eine riesige Sturmdecke, doch auf einmal öffnete sich in der Mitte der dicken Wolkendecke ein helles Licht. Und was dort gesehen wurde, ist ein unglaubliches Phänomen. Denn in diesem Moment sollte man eine Erscheinung sehen von Gott.
Man erkennt eine schattenartige, helle Silhouette, die sich dort hin und her bewegt. Es wirkt sehr menschenähnlich mit einem Kopf, Beinen, Armen und einem Körper. Das Video, welches ihr jetzt sehen werdet, lässt euch vom Glauben abfallen. Schaut euch das mal an. But I know who got all power. Somebody say something. Look at that hole right there in the sky. Look at that hole right there in the sky. Hey, Lisa, how you doing? Look at that hole in the sky. That's who got the power right there. Viel erkennt man in den Aufnahmen nicht. Aber wenn man genau hinschaut, kann man eine helle Silhouette erkennen. Es scheint ausgeschlossen, dass es sich bei dieser Aufnahme um eine sterbliche Person handelt. Viele Leute meinten, dass es sich wirklich um Gott handelt. Da es ein Livestream war, konnte dies nicht gefaked werden, weil es in diesem Moment sehr viele Menschen live gesehen haben. Was es war, kann niemand erklären. Doch ein Riesenteil meinte, dass dies wirklich der Erschaffer der Welt war. Dass es Gott war. Was meint ihr?